Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt. Die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, soll mindestens 1.200 Menschen unrechtmäßig Asyl in Deutschland gewährt haben. Nun verstärkt das BAMF die interne Aufklärung. Alle positiven Entscheidungen der Außenstelle seit 2000 sollen überprüft werden. Laut BAMF-Präsidentin Kort haben Untersuchungen gezeigt, dass es in Bremen auffällig viele Unregelmäßigkeiten gab. Nach Informationen der Spiegel sollen in der Außenstelle auch mehrfach Asylbewerber durchgewunken worden sein, die ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen. Das BAMF ist unter Druck. Am Vormittag eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz in Berlin mit Behördenchefin Jutta Kort. Rund 4.400 positive Asylbescheide hat das BAMF nachträglich überprüft. Ergebnis: In der Bremer Außenstelle wiesen 73% Unregelmäßigkeiten auf, in anderen Außenstellen immerhin 46%. Von Versäumnissen des BAMF will Kort aber nicht sprechen. Wir sind dabei, aufzuklären, und die Aufklärung dauert noch an. Und insofern kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Schlüsse ziehen. Im April war öffentlich geworden, dass die frühere Bremer BAMF-Leiterin gut 1.200 Menschen Asyl gewährt haben soll, obwohl dafür die Voraussetzungen fehlten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das BAMF betont, dass die Revision jetzt keine Hinweise auf bewusste Manipulationen jenseits der Bremer Fälle ergeben habe. Aber wegen der Unregelmäßigkeiten würden 6% der nachgeprüften Asylbescheide widerrufen. Die FDP beklagt, Schnelligkeit sei im BAMF vor Gründlichkeit gegangen. Uns muss ja daran gelegen sein, das Vertrauen in den Rechtsstaat, in faire und seriöse Verfahren zu stärken. Dass sowohl zugunsten als auch, wenn es nötig ist, ablehnende Bescheide, dass die sauber geprüft und begründet wurden. Die FDP fordert einen Bundestagsuntersuchungsausschuss. Innenminister Seehofer betont, dass die zweifelhaften Bescheide vor seiner Amtszeit erteilt wurden. Das BAMF will nun alle positiven Bremer Entscheidungen seit dem Jahr 2000 noch einmal überprüfen. Insgesamt 18.000 Asylbescheide. Martin Polanski in Berlin, wir haben es gerade gehört, 18.000 Bescheide sollen jetzt geprüft werden. Wann können wir da mit einem Ergebnis rechnen und wer übernimmt diese Überprüfungen? Ja, da kommt eine Menge Arbeit auf die Mitarbeiter des BAMF zu. Jutta Kort hat heute gesagt, dass 70 Mitarbeiter abgestellt werden, um eben diese 18.000 Fälle seit dem Jahr 2000 zu überprüfen. Und sie rechnet mit 3 Monaten mindestens, die das Ganze dauern wird. Also eine Menge Arbeit für 75 Leute. Und wenn man bedenkt auch, dass diese Behörde ja lange Probleme hatte, ihre Stellen zu besetzen und auch viele Anträge noch auf die Bearbeitung warten, ist das eine Zusatzarbeit, die man sich sicherlich so nicht gewünscht hat. Die BAMF-Chefin spricht ja selbst von Unregelmäßigkeiten. Was meint sie damit genau? Ja, die Behördenchefin hat 3 Beispiele heute auf ihrer Pressekonferenz genannt. Sie sprach ja von Implausibilitäten, das ist wohl Behördendeutsch. Ein Beispiel wäre, dass keine ausreichende Identitätsprüfung stattgefunden hat dieser Person. Man weiß also letztendlich bei einigen gar nicht ganz genau, wer da gekommen ist. Sie nannte eine Zahl von 30% in Bremen. Ein zweites Beispiel wäre, dass der Sachverhalt gar nicht ausreichend geprüft worden ist, also für diesen Asylantrag. Und ein drittes Beispiel wäre die nicht ausreichende Beachtung des Dublin-Verfahrens. Das Dublin-Verfahren besagt ja, dass ein Asylbewerber dort in der EU, wo er zum ersten Mal ein europäisches Land betritt, dann auch seinen Asylantrag stellen muss. Und wenn man das nicht beachtet und dann weiterreist nach Deutschland, wäre das eigentlich ein Grund dafür, dass dieser Antrag dann zurückgewiesen wird, eben an das andere Land. Das wurde offenbar nicht beachtet. Also das waren die Beispiele, die Frau Kort genannt hat. Warum sind diese ganzen Unregelmäßigkeiten erst jetzt öffentlich bekannt geworden? Das BAMF selber weiß ja von diesen Unregelmäßigkeiten offensichtlich mindestens seit Juli 2016. Da war aufgefallen bereits, dass es in Bremen da offenbar Unregelmäßigkeiten gibt. Damals wurde ja auch die Behördenleiterin aus Bremen dann versetzt und man nahm dann diverse Überprüfungen vor. Aber das Ganze ist dann ja erst öffentlich geworden im April diesen Jahres. Und das ist sicherlich eine der Fragen, die beantwortet werden muss, was eigentlich in dieser langen Zwischenzeit genau passiert ist, welche Überprüfungen es da genau gegeben hat, welche Informationen wohin geflossen sind. Heute jedenfalls wurde eben das Ergebnis eines Revisionsberichts präsentiert, eben diese genannten 4.400 überprüften Fälle. Aber da stellen sich sicherlich ganz viele neue Fragen, die in den nächsten Tagen dann auch in den nächsten Wochen dann beantwortet werden müssen. Ja, zum Beispiel auch die Frage, was passiert eigentlich mit den Menschen, die jetzt unrechtmäßig Asyl bekommen haben?
Ganz genau. Also da soll es jetzt so sein, dass eben ein Teil der Asylbescheide dann wohl widerrufen wird. In den Bremer Fällen, die überprüft worden sind, soll es sich immerhin um 40% dieser erstmal positiven Bescheide jetzt handeln, die dann widerrufen werden sollen. Das bedeutet dann für diese Betroffenen, dass sie dann entsprechend einen Widerruf bekommen, dass sie also keinen positiven Asylbescheid mehr haben. Sie haben aber die Möglichkeit, dagegen dann Widerspruch einzulegen. Das heißt, das kann dann sicherlich auch einige Monate dauern. Also man kann dann eben auch den Rechtsweg beschreiten. Insgesamt heißt es, dass auf die Behörden viel Arbeit zukommt, dass es aber auch bedeutet für die betroffenen Menschen, dass da jetzt erstmal eine Menge Unsicherheit auf sie zukommt. Und wenn das BAMF jetzt die Fälle in Bremen seit dem Jahr 2000 überprüfen will, handelt es sich doch auch um viele Altfälle und um viele Leute, die schon sehr lange hier sind. Lassen Sie uns aber auch über Horst Seehofer sprechen. Der Bundesinnenminister verweist ja darauf, dass diese zweifelhaften Bescheide alle vor seiner Amtszeit erteilt worden sind. Was genau wird ihm denn jetzt vorgeworfen? Ihm wird jetzt im Grunde vorgeworfen, dass er nicht schnell genug handelt und dass es nicht gründlich genug geht, diese Aufklärung. Horst Seehofer war ja auch vor kurzem noch im BAMF, hatte da auch die Arbeit des BAMF ausdrücklich öffentlich gelobt, obwohl er möglicherweise schon alle Details kannte. Das weiß man jetzt nicht so ganz genau über diese Bremer Fälle. Also es wird sicherlich die Frage sein in den nächsten Tagen und Wochen, was wusste Horst Seehofer wann ganz genau? Frau Kort hat heute betont auf ihrer Pressekonferenz, dass die Innenrevision des Bundesinnenministeriums immer zeitnah informiert worden sei über Erkenntnisse. Und da werden sich sicherlich einige Fragen stellen. Aber ich glaube, Horst Seehofer kommt es jetzt darauf an, diesen Fall einfach möglichst schnell aufzuklären. Er hat ja auch schon gesagt, dass er nichts gegen einen Untersuchungsausschuss im Bundestag hätte, weil er persönlich ja keine Schuld daran trage oder Verantwortung habe für Fälle aus dem Jahr 2016. Ihm muss es darum gehen, dass es schnell aufgeklärt wird und dass der Fall eben auch sich als Bremer Einzelfall letztendlich dann herausstellt und dass er dann möglicherweise schnell da einen Deckel auf diese Akte raufpacken kann. Martin Polanski, vielen Dank nach Berlin.